Viele Traumschiff-Fans waren geschockt, als im Februar bekannt wurde, dass Horst Naumann im Alter von 98 Jahren gestorben ist. Über 20 Jahre lang mimte Naumann Dr. Horst Schröder. Doch nicht nur die Zuschauer trauern um den beliebten Schiffsarztdarsteller. Auch der aktuelle Traumschiff-Kapitän Florian Silbereisen findet berührende Worte zum Abschied. Er war der Traumschiffarzt, der scheinbar wirklich über medizinische Kräfte verfügt hat, erzählt Florian Silbereisen gegenüber Bild. Durch seine beruhigende und souveräne Ausstrahlung konnte man vor dem Bildschirm tatsächlich entspannen, wenn er an Bord war. Für den Max Parga-Darsteller war Horst Naumann eine ganz besondere Person. Er hat das Traumschiff auf diese Weise ganz entscheidend geprägt. Jetzt passt er von oben auf uns auf. Obwohl Florian Silbereisen nie gemeinsam mit Horst Naumann alias Dr. Horst Schröder für Traumschiff-Drehs vor der Kamera stand, dürften seine lieben Worte nicht nur den Fans der Serie zu Herzen gehen.